sprechen wir da gerne drüber, über den Friedensgipfel, aber zuerst mal über die Hilfslieferungen für Gaza mit unserer Korrespondentin in Kairo, Anna Feist. Frau Feist, was wissen Sie noch mehr über diese Hilfslieferungen, die heute also beginnen sollten und offenbar begonnen haben? Ja, es sollen 20 Lkw sein, die heute früh die Grenze passiert haben. Das konnten wir hier im staatlichen Fernsehen live mitverfolgen. Das Ganze wurde gestreamt. Auf diesen 20 Lkw soll sich Wasser befinden, es soll sich Essen befinden, es soll sich Medizin befinden. Was wir hier mitbekommen haben über eben diese Live-Übertragung ist, wie diese Lkw reinfahren, die Grenze Rafah passieren und auf palästinensischer Seite warten leere Lkw. Und diese leeren Lkw werden dann beladen mit den ägyptischen Lkw und bringen dann die Güter weiter in die Grenze. Das klingt ja nach einem relativ komplexen Prozess, also nicht nur die Verhandlungen der letzten Tage, sondern auch das jetzt. Wie lange dauert das und was ist eigentlich mit den anderen über offenbar dann ja 180 oder 200 Lastwagen, die da mit vielen 1000 Tonnen Hilfsgütern weiterhin warten? Ja, dazu haben wir bisher hier keine Informationen. Wir haben hier auch keine Informationen darüber, was mit den Menschen mit westlicher Staatsbürgerschaft passiert, die sich derzeit in Gaza aufhalten sollen und die ja seit Tagen an der Grenze und in einer UN-Schule, die sich direkt an der Grenze befindet, ausharren. Da warten auch wir auf Informationen. Was allerdings sein könnte, ist dadurch, dass diese Grenzöffnung heute sozusagen orchestriert passiert, parallel zu dem Friedensgipfel, den Sie ja eben bereits angesprochen haben, wäre es nicht verwunderlich, dass jetzt im Rahmen dieses Friedensgipfels, im Rahmen dieser Livestreamings, die hier von der Grenze passieren, eben auch Menschen noch von palästinensischer Seite nach Ägypten durchgelassen werden. Das wollte ich gerade noch mal fragen, das ist ja ein wichtiger Punkt, bevor wir dann über den Friedensgipfel sprechen. Also Menschen dürfen weiterhin aus dem Gazastreifen nicht rüber, also die Grenze ist auch nicht offen. Inwiefern gibt es dort auch eine Diskussion bei Ihnen in Ägypten oder inwiefern könnte das jetzt, Sie haben gesagt, im Rahmen dieses Gipfels in größerem Maße kommen oder wären das dann nur Vereinzelte oder im Zweifel auch nur welche, die tatsächlich einen fremden Pass haben? Also, was wir gehört haben von dem Grenzmanager auf palästinensischer Seite, bei dem hatten wir am Vormittag noch mal nachgefragt, der sagte, heute ist nicht zu erwarten, dass Menschen mit westlicher Staatsbürgerschaft passieren dürfen. Die weiteren Informationen, die wir haben, sind nach wie vor sind die gleichen geblieben. Ägypten will auf gar keinen Fall Zivilisten, Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen. Sie sagen, einerseits würde es bedeuten, dass die palästinensische Sache eliminiert würde. Andererseits fürchtet man natürlich auch hier um die nationale Sicherheit. Man fürchtet, dass unter den Flüchtlingen Terroristen hier nach Ägypten ins Land kommen können. Mhm. Dann gucken wir auf den Friedensgipfel, den Sie ja schon angesprochen haben. Was kann der aus Ihrer Sicht noch bringen, außer dass vielleicht vereinzelte Westler mit westlichem Pass, die sich im Gazastreifen befinden, möglicherweise in den nächsten Tagen oder heute, wie Sie sagten, vielleicht doch noch rüberkämen? Ja, also ein paar Beobachtungen dazu. Der Gipfel läuft ja seit 11 Uhr. Der ägyptische Präsident hat drei Ziele gesetzt. Das erste Ziel, humanitäre Hilfen weiter konkretisieren. Das zweite Ziel, jetzt gucke ich einmal auf meinen Zettel, eine Waffenruhe, eine Feuerpause vereinbaren. Das dritte Ziel, skizzieren, wie eine Zwei-Staaten-Lösung aussehen könnte. Und anwesend auf diesem Gipfel ist auch der Palästinenserführer Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas war sehr klar in seiner Aussage, dass die Palästinenser ihr Land nicht verlassen werden, dass sie da bleiben würden. Und eine weitere Beobachtung, spannenderweise kam ausgerechnet von jetzt dem saudi-arabischen Außenminister sehr gemilderte Töne. Also es war die Hetze, die viele arabische Staatsführer auf diesem Gipfel bisher gegenüber Israel betrieben, kam von saudischer Seite nicht. Dass dieser Friedensgipfel jetzt tatsächlich Frieden bringt, ist sehr unwahrscheinlich, auch aus dem Grund, weil drei ganz wichtige Player fehlen. Es fehlt Israel, die, so sagen sie, nicht eingeladen wurden. Es fehlt der Iran und es fehlt aber auch ein hochrangiger Politiker aus Amerika. Und Amerika versteht sich als Schutzmacht Israels. Der Iran versteht sich als Verbündete der Hamas. Und dadurch, dass nun
nun eben diese drei ganz wichtigen Konfliktparteien nicht dabei sind, ist nicht zu erwarten, dass jetzt hier der große Frieden beschlossen werden kann. Da werden wir in dieser Sendung auch gleich noch mal drüber sprechen. Zum Abschluss der Blick auch in das Land noch mal, in dem Sie ja auch jetzt gerade sind, nach Ägypten. Was bedeutet dieses Event, dieser Friedensgipfel für den ägyptischen Präsidenten al-Sisi, den wir auch gleich noch mal hören werden? Ja, für Ägypten ist das eine tolle Möglichkeit, zurück auf die große politische Weltbühne zu kommen. Im Sommer gab es ja die Friedensverhandlungen zwischen Israel und Saudi-Arabien. Das hatte Ägypten, die ja eigentlich der große Vermittler in der Region waren, ein bisschen ins Abseits gedrängt. Und seit dem Krieg, also seitdem die Hamas, die Terrororganisation Israel, überfallen hat, ist Ägypten zurück in seiner neuen alten Rolle als Vermittler. Und Ägypten profitiert in diesen Tagen diplomatisch sehr von dem Krieg. Vielen Dank, Anna Feist, für die Einschätzungen und Einordnung von Ihnen live aus Kairo.